Hallo und einen schönen Montagvormittag bei Adobe Live. Ich bin Melanie und ich habe heute wieder eine wunderbare Stunde mit euch gemeinsam und vor allem gemeinsam mit Sebastian Moog. Hallo Sebastian, schön, dass du da bist. Moin, grüß dich, ja, aus Hannover. Ich freue mich wahnsinnig, heute mit Adobe Live und mit dir in die Woche starten zu können. Wir streamen ja immer montags, dienstags und Mittwoch und seit neuestem auch am Freitag. Und zwar immer zum Thema Adobe Express. Und da gibt es immer die neuesten Updates und super coole Tipps, wie man Adobe Express nutzt. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Heute geht es aber um ganz was anderes, nämlich um Digital Letterpress. Und Sebastian, du bist Art Director, Grafikdesigner, Typograf. Bist selbstständig, machst Workshops, Podcasts, bist auf Reisen, und vor allem, was mich so inspiriert ist, du arbeitest analog und digital. Das war ein super kurzes Intro. Wie kommt man zu dem Ganzen und wie hat sich das so entwickelt? Genau, das möchte ich gerne mal ganz kurz vorstellen. Und zwar habe ich visuelle Kommunikation studiert, was wahrscheinlich sehr, sehr viele von euch kennen. Und dort ist es immer so, dass man immer viel digital arbeitet. Und ich habe irgendwann mal durch eine Fotoarbeit ein Fotobuch erstellt. Im zweiten Semester war das, glaube ich, wo ich verschiedene Druckereibesitzerinnen hier in Hannover fotografiert habe. Und irgendjemand hatte dann mir, zu mir gesagt, so, ey Sebastian, du musst unbedingt in dieses Buchdruckmuseum nach Linden gehen. Das ist sozusagen hier in Hannover so ein Arbeiterviertel, so ein bisschen. Und im Hinterhof gibt es dann ein altes Buchdruckmuseum, wo man das dann noch händisch erlernt. Wirklich Buchstaben an Buchstaben an Buchstaben reiht. Und da habe ich jetzt letzte Woche euch auch schon ein paar Sachen vorbereitet, weil das natürlich immer ein langwieriger Prozess ist. Und da freue ich mich heute schon sehr auf den Kurs, euch die Sachen zeigen, präsentieren und dann auch ins Digitale übertragen kann. Ja, Wahnsinn. Das heißt, wir schauen uns heute den kompletten Prozess an. Ich hoffe, es gibt wahnsinnig viele Fragen aus dem Chat. In diesem Sinne auch mal Hallo an die bunte Runde, die heute schon da ist. Ich sehe, Axel ist da, der allen einen guten Start in die Woche wünscht. Ihr seid bei Adobe Live, besser geht es eigentlich nicht. Doris ist natürlich da. Barbara, schön, dass du da bist. Stefan, Thomas, Wavy, boah, volle Runde. Ich komme gar nicht nach mit dem Scrollen. Ich hoffe, ihr habt ein paar gute Fragen. Heute ist nämlich für euch alle was dabei. Für alle, die früher schon mal analog gearbeitet haben, vielleicht mit Buchdruck sogar, bis hin zum Digitalen. Und euer Lieblingsthema InDesign ist noch auf der Liste. Also spitzt eure Bleistifte und haut in die Tasten. Sebastian wird nämlich alle Fragen dazu beantworten können. Sebastian, das heißt, du hast eigentlich so ganz entspannt eine Reise begonnen und dann bei diesem Buchdruckmuseum vorbeigeschaut. Genau, ich habe hinten mal ein bisschen was vorbereitet. Ups. Und zwar habe ich damals dieses Fotobuch hier gemacht, das heißt Die schwarze Kunst, und habe da drin das Buchdruckmuseum einmal komplett fotografisch begleitet auf ganz, ganz vielen verschiedenen Seiten. Und das kam dann als Coffee Table Book so gut an, dass ich dann natürlich irgendwann im Studium auch überlegt habe, so, was mache ich denn als Bachelor? Und da habe ich dann angefangen, das erste Mal wirklich analog und digital sozusagen miteinander zu verbinden. Und das war nämlich ein sehr spannender Prozess. Und die Arbeit wollte ich euch heute auch einmal kurz zeigen. Ich habe die auch hinter mir nochmal ganz kurz als Buch. Genau, und würde jetzt einmal so ein bisschen zeigen, was für Arbeiten ich mache hier auch im Büro, dass man erstmal so einen kurzen Einblick bekommt, zur Denkweise und wie ich an bestimmte Sachen rangehe. Das klingt wunderbar. Thomas sagt im Chat schon, er hat noch Bleisatz gelernt und es waren spannende Zeiten. Sehr gut. Da finde ich auch, ist auf jeden Fall eine andere Herangehensweise und benötigt viel mehr Geduld und Ruhe. Aber du bist ein Profi, Sebastian. Erzähl uns mehr. Genau, also hier seht ihr auf dem Bild, wenn Tim den Bildschirm freigegeben hat, mein aktuelles Büro hier auf der Listermeile. Und hier arbeiten wir eigentlich fast nur digital. So. Und das ist halt ein schöner Prozess schon an sich, aber am Ende des Abends weiß man nicht, was man gemacht hat. Und deswegen habe ich immer Mittwoch sozusagen den Ausgleich, dass ich dann ab Mittag in meinem Buchdruckmuseum bin und auf alten historischen Pressen am Drucken bin. Eine davon steht hinter mir. Das ist eine sogenannte Boston-Tiegel oder ein Boston-Hand, also eine Handpresse. Und den Prozess dahinter zeige ich euch jetzt gleich nochmal so ein bisschen. Dazu gibt es auch noch auf der Website, das habe ich alles mal dokumentiert gehabt, wie ich das aufgebaut habe, etc. pp. Kann man sich dann in Ruhe nochmal anschauen, wer mag. Genau, gestern war ich nämlich auch unterwegs mit einem Wookie und habe dort gedruckt. Das war ganz witzig. Das ist sozusagen einmal jetzt der Druckprozess. Und wieder hoch. Und nochmal.
Genau, und da kann man halt, wie man hier jetzt auch schon sieht, Bierdeckel drauf drucken und verschiedene andere Sachen, also auch dicke Pappen, ist, keine Ahnung, so 2, 3 Zentimeter dick ungefähr. Und auf der rechten Seite seht ihr meinen Fahrradanhänger, das heißt, diesen Boston Tiger nehme ich jetzt auch über mit hin. Den habe ich dann auf Printzilla getauft und der ist sozusagen so ein bisschen, ja, so wie so eine Art Botschafterin für die schwarze Kunst. Das ist sozusagen die Buchdruckkunst von damals. Und der ist in diesem Anhänger drin. Ich sage immer gerne, die Maschinen wiegen ungefähr 100 Kilo und sind ungefähr 100 Jahre circa alt. Also die müsste so von 1905 sogar sein. Das ist ein alter Heidsieg, mit dem bin ich dann viel unterwegs. Genau, dann Das können wir nochmal so, ja, ist sorry. absolut meine nächste Frage gewesen. Die sind doch unfassbar schwer. Wie kann man die mit dem Fahrrad transportieren? Da muss er schon mehr fit sein. Genau, ja, das ist auf jeden Fall, also gute Wadenmuskulatur ist Voraussetzung, so ein bisschen. Genau. Und zum Rausheben braucht man dann auch immer 2 Personen. Und auf der Website habe ich nochmal so ein Tutorial gemacht. Ich habe die auf so eine Siebdruckplatte geschnallt mit so Griffen, dass man die besser heben kann. Und damit die Kollegen in Dortmund, die haben sich jetzt auch eingekauft vom Schwarzmagazin und die wollten dann das auch nachbauen, so ein bisschen, weil der dann einfach handlicher ist, weil der muss halt immer fest irgendwo draufstehen oder so, weil ansonsten ja, kann der auch umfallen und dadurch, dass das alles Guss ist, kann er natürlich auch brechen. Also beim Transport muss man dann immer schon vorsichtig mit solchen Maschinen umgehen, weil die auch nicht gerade so günstig sind. Genau, Klar, bei und wenn es 100 Jahre alt ist, also dann muss man schon richtig vorsichtig damit umgehen. ja, das stimmt. 100 Und Jahre, immer. oh, wie schön. Weißt du, ich liebe, ich muss gestehen, du hast mich heute mit dem Thema getroffen, das ich so insgeheim liebe, aber weiß, dass ich da nie wieder drankommen werde. Alles, was mit Druckfarbe und Druckmaschinen zu tun hat, ist so absolut ein, wie soll ich sagen, so eine kleine Vorliebe, die ich nicht mehr auslebe, aber absolut ein Traum von mir, das irgendwann mal vielleicht zu haben. So auf einer ganz langen To-Do-Liste irgendwo mit dran. Das ist alleine schon der Geruch der Farbe. Ja. Also ja, ist auf jeden Fall mega toll. Genau, kann man gucken bei Kleinanzeigen etc. In so verschiedenen Portalen gibt es die. Die werden so ab 4-stellig gehandelt, circa, je nach Zustand und so weiter. Und hinter mir ist auch ein Hobo 4 Boss Tiger, den ich euch später dann noch kurz einmal zeigen werde. So. So. Genau. Ansonsten mache ich halt hier im Büro viel Editorial Design. Also ich habe damals während meines Studiums bei einem tollen Dozent viele Kurse machen dürfen, wo wir dann auch mit InDesign, Scripting und verschiedenen anderen tollen Sachen gearbeitet haben. Das heißt, InDesign ist sozusagen eigentlich daily in use. Ich weiß, Social Media sollte man da drin eigentlich nicht machen, mache ich aber trotzdem, funktioniert super. Und wird halt für alles genutzt, bis auf Rechnung schreiben. Da habe ich jetzt mittlerweile sogar ein professionelles Programm, also für genau den Zweck dann, weil das dann mit der Buchhaltung verknüpft wird und so. Aber früher wurde alles einfach komplett in InDesign gesetzt, gemacht, getan. Und während des Studiums habe ich schon viele Magazine gestaltet, mitgestaltet auch. Und hier ist einmal das Proud Magazin von der Stadt Ludwigshafen am Rhein. Das ist die hässlichste Stadt Deutschlands angeblich. Und da habe ich mit der Julia Katharina Thiemann zusammen diese Reihe ins Leben gerufen. Da sind wir jetzt, glaube ich, bei Ausgabe 13, 14 oder sowas. Und da werden halt verschiedene Künstler dann immer auf 48 Seiten vorgestellt. Schriften mache ich natürlich auch und habe eine Schrift digitalisiert aus dem Bleisatz ins Digitale sozusagen gebracht, die es bis dato aus meiner Sicht noch nicht gab. Und das ist halt auch ein spannender Prozess, also zwischen analog und digital zu arbeiten. Und seit 2020 bin ich auch mit den Typo-Sachen, die ich so mache, immer im Typodarium drin, was ihr auch bei Slanted findet. Genau, hier ist nochmal die Schrifttype, die ich da gemacht habe. Das ist eine, oder wird auch gerne nordische Antiqua genannt, ist die Gensch Antiqua, die wir heute auch verwenden werden, weil wir die natürlich auch im Buchdruckmuseum haben. Das heißt, ich weiß, dass wir den 28 Punkt haben und kann das auch ins Digitale dann mit rübernehmen. Der Wahnsinn. Jetzt. Ich bin Genau. hin und weg. Ich muss gestehen, ich liebe es auch, wie du deine Arbeiten präsentierst. Ja, sehr schön. Freut mich. So, dann kommen wir zu einem Buch, also zu meiner Bachelorarbeit, die der Walter Hellmann betreut hat. Das ist das Typografische Manifest.
Und da habe ich auf 320 Seiten Thesen über Schrift geschrieben und habe dann festgestellt, dass man die natürlich besprechen muss, weil ansonsten ist man so, wie sagt man immer so schön, in seinem Elfenbeinturm gefangen, wenn man nicht raus in die Welt geht, und habe da halt verschiedene tolle Menschen kennengelernt, mit denen ich dann Interviews geführt habe. Und ein Manifest braucht natürlich immer eine Fahne. Deswegen sozusagen die Kernaussage des Manifests auf der Flagge gezeigt. Genau, und dann gibt es hier auch vorne, ich schlage das bei mir ganz kurz einmal auf, die Möglichkeit mit dem Inhaltsverzeichnis, was ihr so leicht seht, auch digital zu arbeiten. Das heißt, es gibt eine parallele Website dazu. Und dort ist es dann so, dass man hinter dem Slash immer die Kapitelnummer eingibt. Also A1, A2 oder C1, C3, C4 etc. pp. Und dort sieht man dann nochmal einmal den gesamten Text, auch Bildmaterial dazu und vor allen Dingen dann auch die Tonspur, also von dem Podcast, der ist dann auch mit eingebettet. Genau, das war dann sozusagen, oder ist hier meine Bachelorarbeit, die dann Hat auch. sich, ich muss gestehen, hat sich an, als ob wir dazu nochmal extra streamen sollten. Und ist auf jeden Fall nochmal für alle, die heute Nachmittag noch keine Pläne haben, auf jeden Fall wert, da vorbeizuschauen, weil es hört sich nach ein bisschen extra Info zum Thema Typografie an. Wir haben ja immer so ein paar Typo-Liebhaberinnen und Liebhaber im Chat, die kommen heute auf jeden Fall auf ihre Kosten. Oh ja, sehr gut. Genau, da muss man natürlich auch mit den Grundlagen so ein bisschen anfangen. Weiß nicht, ob man das sieht. Und vor allen Dingen für den Thomas wahrscheinlich auch interessant, den Herrn Gutenberg, den ich natürlich hier euch nicht vorenthalten möchte. Und das ist ein Kupferklischee, von dem dann gedruckt wurde. In diesem Buch ist dann alles, was in Silber gedruckt ist, ist im Buchdruck entstanden. Und der Rest auf einer HP Indigo. Das ist so ein digitales Offset-Verfahren, was total cool ist, ein bisschen teurer. Aber ihr habt sozusagen im Digitalverfahren eine Offset-Qualität an von den Bildern etc. Das ist total cool. Davon gibt es dann natürlich auch, wo wir jetzt wieder zum Digitalen kommen, eine digitale Taschenbuchausgabe. Und weil wir natürlich gerne im Buchdruck tätig sind, ist der Umschlag dann im Letterpress gedruckt auf einer Corex Hannover hier im Buchdruckmuseum. Und dann sieht man das auch schon so ein bisschen, dass die Buchstaben so ganz, ganz leicht auch im Papier drin sind. Gerade wenn man so ein volumiges Papier hat, merkt man das auch, wenn man so gleich drüber geht, dass es so ganz, ganz, ganz leicht haptisch so ein bisschen mehr im Papier drin ist. Und dadurch bildet sich dann auch so eine ganz schöne Lichtkante. Genau, ich gucke gerade genau mal ganz kurz hier rüber. Das ist ja ein Und unfassbarer Aufwand, auch für eine Bachelorarbeit. ja, das stimmt. Also zwischendurch war ich auch ein bisschen ja, am Panik bekommen, weil ich meinen Bachelor im Januar gemacht habe und dann natürlich mit dem Buchbinder über Neujahr ganz viel zu tun hatte. Und wirklich eine Woche lang, also ich habe nur von dem Originalmanifest habe ich nur 10 Stück gedruckt, aber ich habe eine Woche lang im Buchdruckmuseum fast 12 Stunden lang täglich zugerichtet, die Schriften gesetzt und gemacht und getan und das auf riesengroßen Bierbänken und Biertischen ausgelegt, weil ich ja eine Fadenheftung habe. Das heißt, ich muss ja dann auch wieder in Gedanken sein, okay, auf welcher Seite muss ich welchen Titel drucken, damit das dann hinterher, wenn es gebunden ist, auch zusammenpasst. Wahnsinn, ich muss sagen, ich kriege so ein bisschen Gänsehaut, wenn du nur davon erzählst. Ich würde mich nicht raussehen. Ja, das Schöne ist, sieht man das hier gut? Dass man halt auch Sonderfarben drucken kann, also Silber und Gold. Und das ist jetzt ein kleines Tierchen, was ich so als Glücksbringer habe. Und das wurde dann auch ins Digitale übertragen. Das fliegt mittlerweile auch auf Instagram rum und verschiedenen anderen Portalen. Es gibt es auch als Patch und alles Mögliche. Also ich habe ja auch ein Mauspad und so von gemacht. Genau. Hast du einen Namen dafür? Ja, Flügelhörnchen. Wie schön. Genau. Und die Juliette hat mir das, die hat das Cover von der dritten Schwarzausgabe, wo es auch ein Interview mit mir gibt, gestaltet und hat mir das dann auch als Tattoo gestochen. Das Das ist sozusagen forever. ja. Genau. Nachhaltige Passion bleibt für immer. Ruth im Chat sagt auch, was für ein umfangreiches Werk, und sie kriegt jetzt schon Panik, nur wenn sie hört, was für ein unfassbarer Aufwand das war. Doch, ich sage, super interessante Arbeiten. Also die sind alle hin und weg, und jetzt schon so viel Input und
Zeitgeistphilosophisch, er nennt es Ruth auch noch. Ja, ist es auf jeden Fall. Genau, super, cool, freut mich. Ja, Genau, wir dann. sind gut gestartet. Das ist aber erst, wir sind ja gerade mal bei 15 Minuten. Das heißt, wir haben noch eine Ja. Dreiviertelstunde vor uns, was sehr gut ist, weil ich weiß, du hast noch so viel vorbereitet. Genau, dann komme ich ganz kurz sozusagen da von der Fahne, von dem Dreidimensional zum Buch. Das ist ja meistens zweidimensional, aber auch dann dreidimensional hin zum Podcast. Das heißt, ich habe dann wieder die Audiospur, wo man dann halt auch mal diese technischen Hürden so ein bisschen sich nehmen muss, um dann irgendwie festzustellen, ach, ein Podcast zu launchen geht dann doch relativ schnell und zügig. Muss man sich dann halt einfach nur mal dran setzen. Genau, das heißt, meine Arbeit sind immer zwischen analog und digital und ich verbinde das halt gerne zu diesen Digital-Analog-Hybriden, von denen spreche ich halt ganz häufig, wo man dann halt verschiedene Parameter auch zusammenbringt. Und unter anderem habe ich dort nämlich auch zum Beispiel für die Fabrika, das ist so ein Kunstprojekt von Edin Bayerisch und Anne Eisermann, ein Corporate Design entwickelt aus der Block, die wir im Buchdruck haben und habe die eingescannt. Das heißt, das kriegt so einen ganz eigenen Charakter nochmal im Gegensatz zu dem digitalen Schnitt. Und dort haben wir dann halt auch im Bleisatz dann verschiedene Aktienscheine gedruckt, weil das sozusagen perfekt zum Konzept auch passte und hatten dann diesen schönen Rotton, den man im Buchdruck ja auch hat, haben wir dann sozusagen auch für die Visitenkarten gesetzt. Das war super. Ein tolles Projekt. Wahnsinn. Kann man das denn auf deiner Behance-Seite ansehen? Behance bin ich gerade dabei, ordentlich aufzufüllen, weil ich jetzt erstmal alles auf die Website gepackt habe, aber ich habe momentan wieder auch einen Praktikanten da und der mit dem mache ich das dann gerne zusammen, dass ich das alles jetzt bei Behance langsam reinpacke. Perfekt. Dann schicken wir die Leute vorerst erstmal zu vielleicht Instagram oder zu deiner Webseite. Und wenn Tim Zeit hat, könnt ihr aber den Link in den Chat posten. Ich finde deine Arbeiten wirklich unfassbar spannend. Und ich mag Das es, dass freut. du nicht nur digital machst, also nicht nur digital für Print, sondern dass du wirklich digital auch interaktiv machst auf Webseiten und das mit der ganzen Linkstruktur durchdenkst oder dass du einen Podcast machst und so weiter. Also nicht Genau, schlecht. man muss halt immer gerade konzeptionell überlegen, welches Medium oder welche Form brauche ich. Also zum Beispiel ein ganzes Buch im Bleisatz zu drucken, das wäre A, nicht wirtschaftlich, das würde heutzutage keiner machen. Wenn das Konzept aber so gut ist, dass man sagt, okay, komm, wir machen das, dann hat das halt auch eine konzeptionelle Höhe und Kraft auf jeden Fall. Und das ist ja genau das. Ich suche mir sozusagen immer mein Medium und meine Technik dazu aus, um das so oder so umzusetzen. Hier sieht man ganz kurz nochmal so ein paar digitale Arbeiten. Das eine ist eine Website, wo man dann auch dreidimensionale Objekte so verschieben kann und so weiter und so fort. Dann wieder eine gedruckte Zeitung und unten rechts wieder mit der Julia Katharina Thiemann zusammen das Dance Your Home Project, wo wir den Umschlag war angedacht, dort im Irisdruck, das ist eine spezielle Drucktechnik, dann auch sozusagen zu veredeln. Nennst Genau. gerade ganz viele verschiedene Drucktechniken, Druckmaschinen, Arten der Bindung. Hast du denn sowas wie ein Lexikon, wo man das nachlesen kann? Weil ich glaube, viele, die jetzt im Chat dabei sind, würden da gerne mal so einen Überblick über alles kriegen. Ja, bin ich, das erstellen wir ja heute. Dazu komme ich später noch, weil das Ganze auch oder das Ganze so ein bisschen verwirrend ist und ich hier noch ein, zwei tolle Sachen aufgeschrieben habe, von denen ich euch gleich noch berichte. Sehr gut. Siehst du, kann ich schon gar nicht mehr erwarten. Aber ich übergebe wieder an dich und bin jetzt mal still und wäre ganz gespannt zu. Alles gut. Genau. Links auch nochmal so ein bisschen so eine Tape-Schrift, die ich jetzt für den Simon Pfeffel. Der macht in Hannover 100 Days of Performances, also 100 Tage, 100 Kunstperformances im öffentlichen Raum. Und so dann zusammenzuarbeiten und halt auch projektorientierte Schriften zu bauen, das macht halt echt immer mega viel Spaß und Freude. Gut, das ist sozusagen einmal nochmal kurz die Bachelorarbeit. Habe ich nochmal ein, zwei Bilder mit reingenommen, dass man das nochmal genauer so ein bisschen sieht, wie ich da arbeite. Ich arbeite da auch mit Hashtags, die man dann halt digital wieder auf der Website eingeben kann, etc., um dort dann halt nach bestimmten Schlagworten zu suchen. Das Kapitel nochmal komplett aufgebaut und auch die verschiedenen Thesen dann einmal. Der Podcast natürlich. Und wie es dann damals auch gedruckt wurde, das ist für viele wahrscheinlich auch nochmal ganz cool. Da haben wir jetzt den Herrn Gutenberg auf einer Aspern-Maschine. Genau, das sind die einzelnen Sätze und die Headlines. Das heißt, man muss jeden Buchstaben einzeln aneinander rein
und hat dann so einen genannten Winkelhaken. Das hier ist jetzt ein sehr, sehr kleiner Winkelhaken, also sozusagen ein Baby-Winkelhaken. Den müsste Thomas dann auch kennen. Und hier vorne hat man dann wirklich jeden einzelnen Buchstaben in einen dieser großen Kästen und muss auch die Abstände dazwischen dann immer anpassen und ausgleichen. Und wenn man dann sozusagen alles fertig hat, nimmt man das und kann das dann abbinden, um das dann in die Maschine einzuspannen, um dann die Schrift hier einmal zu drucken. Das ist also ein sehr, sehr langer Prozess. Hat ein bisschen was Meditatives auch, muss ich immer dazu sagen. Genau, und das Wichtige ist noch zu erwähnen, wegen Gesundheit etc., dass das hier ein Bleigemisch ist. Also man sollte da nicht parallel irgendwelche Sachen essen oder snacken oder sowas. Ja, nicht nur von den Microcontrollern, aber ja, hast du, es ist ein guter Tipp, vergessen wahrscheinlich viele. Und Thomas im Chat sagt gerade, ich erinnere mich tatsächlich, erinnert sich an natürlich daran. Wie lange dauert sowas, bis man, selbst wenn es nur eine Headline ist, wie lange dauert sowas, bis man es gesetzt hat? Also den Satz, den ihr jetzt hier gerade seht, das ist ja der von der Rückseite hier. Braucht man ungefähr, wenn man schnell ist und gut da drin, eine halbe Stunde. Wenn man gerade anfängt, wahrscheinlich so 2,5 bis 3. Weil das Ganze ja auch spiegelverkehrt ist. Das heißt, man setzt sozusagen auf den Kopf und hat dann eine Signatur, um zu gucken, ob das auch alles richtig ist. Und gerade am Anfang hatte ich immer ganz viele Schwierigkeiten mit dem B und D, weil das so zwei Buchstaben sind, die auch fast direkt ja nebeneinander sind im Setzkasten, je nach Steckschrift etc. Und da hat man dann am Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten und druckt dann und stellt fest, oh, das ist gar kein D, sondern ein B und muss den Buchstaben wieder mit der Pinzette rausziehen und den anderen reinpacken. Unfassbar. Herr Thomas sagt auch gerade, da haben wir aber immer bei kleinen Schriftgrößen den Durchschuss gleichmäßig hinzubekommen. Ja. Und da geht es halt nicht so wie in InDesign eben schon mehr, ach, wir machen rechts, links, Flattersatz, Blocksatz, sondern wenn da Blocksatz gewünscht wird, dann muss alles dazwischen ausgeglichen werden. Also da packt man kleine Bleischnipselchen rein. Wahnsinn. So, dann war ich ein bisschen überlegen, weil ich ja hier im Büro bin und euch jetzt nicht eben schnell innerhalb von 10 Minuten mit dem Fahrrad nach Linden bringen kann, dass ich ein kleines Video vorbereitet habe, um euch so ein bisschen die Werkstatt auch zu zeigen, in der ich dann dort arbeite im Buchdruckmuseum. Das sind die ganzen Steckkästen, die wir dort haben. Das heißt, jede Schriftgröße muss auch im Blei vorrätig sein. Und das dann halt nicht zu wenig, sondern wenn ich sage, ich hätte gerne die Futura in 10 Punkt, dann muss ich 20 A's haben, weil ich sozusagen ja auch alles setzen möchte als Text. Und wenn ich dann sagen möchte, ich hätte gerne einen Bold-Schnitt, in InDesign habe ich dann meinen Shortcut. Und dort muss ich halt gucken, wo dann der restliche Kasten sozusagen sitzt. Machen wir den Sound ein bisschen weniger laut. Genau, und hier sieht man jetzt gerade einmal eine Druckform, die ich einspanne. Und man hat so hier immer seinen Rahmen und solche Schlösser, die ich da gerade nochmal geöffnet habe. Und dann hat man sein Blei, seine Stege, die dazwischen kommen. Und kann die Form dann schließen, dass es auch gut hält, dass keine einzelnen Buchstaben rausfallen können. Genau, und dann wird das Ganze geschlossen. Ja, passt noch nicht ganz im Video. Damit alles schön fest ist, dann kann man die Form nämlich gleich hochheben. Dann kommt Farbe nochmal drauf. Melanie, das ist immer der Punkt, wo der Geruch auch mit ins Spiel Ja. kommt. Oh. So, einmal ganz kurz skippen. Das geht natürlich gar nicht hier. Das ist oben der Teller. Das ist dieser Bereich hier. Borstentiegel, den zeige ich euch gleich nochmal als Foto auch. Hinten gibt es noch einen Farbkasten, den kann man gut vollschmieren. Die rollen sich automatisch dann nochmal hinten schön die Farbe, damit das alles gleichmäßig dann auch ist.
Ich skippe mal gerade ein bisschen vor. Hier ist jetzt einmal die Druckform, die wir haben. Dann wird die da so reingehoben. Und der Boston Tegel wurde damals in Boston auch entwickelt, also deswegen heißt es auch Boston Tegel. Und das ist eine Druckmaschine, die halt ohne Strom funktioniert, was halt total klasse ist. Und durch die Bewegung des Hebels gehen die Walzen einmal über das Schriftbild, färben das Ganze ein, holen sich von oben neue Farbe. Dieser Teller dreht sich dann auch nach dem Druckvorgang, sodass eine gleichmäßige Farbverteilung da ist. Und auf dem kann man jetzt bis A5 plus ungefähr drucken von der Druckfläche her. Hier sieht man jetzt einmal, wie ich dran drucke, um zu schauen, wo das Schriftbild sitzt. Ich habe mir da so eine Anlage gebaut, die mit Plastikfolie überklebt ist. Und jetzt kann ich mir da solche Frösche reinpieksen. Die heißen auch Henry Gorge Pins in den USA. Und die sind total praktisch, weil jetzt habe ich meine Anlage, weil das Papier, was da reingelegt wird, das muss ja auch, ansonsten würde es ja nach unten durchfallen. Das heißt, ich baue mir da jetzt gerade meine Anlage rein. Justiere die noch ein bisschen feiner und noch einen an der Seite. Ja. Und kann da jetzt meine Bierdeckel oder die Zettel, die ich jetzt hier gedruckt habe, kann ich dann sozusagen da einmal reinpacken. Dann muss die Anlage jetzt noch eben schon einmal gereinigt werden, weil wir die ja vorhin eingesaut haben. Ansonsten hätte ich auf der Rückseite vom Papier dann einmal den Abdruck drauf. Das wollen wir natürlich nicht. So, jetzt ist alles fertig. Und wir sind bereit für den Druck. Da haben wir jetzt dicke Bierdecke. Die eignen sich immer besonders gut, weil man da so ein bisschen reindrucken kann, weil die ein hohes Volumen haben. Ja, dann gehen wir da jetzt vorsichtig dran und können einmal drucken. Oben holen die Walzen sich dann automatisch wieder die Farben. So. Und so sieht dann ein Druckprozess aus. Das kann man natürlich auch mit Papier machen. Und jetzt schauen gelernte Buchdrucker, da komme ich gleich auch nochmal dazu, hinten immer aufs Papier drauf, um zu sehen, wie stark wir sozusagen, wie stark wir ins Papier reingedruckt haben. Das ist immer so ein bisschen das Indiz dafür, ob man zu viel Druck drauf hat oder zu wenig. Weil die hohe Kunst damals ist es ja gewesen, dadurch, dass das Papier ziemlich teuer war, was ja aktuell auch wieder der Fall ist, dass man auch beidseitig drucken kann. Das war damals so die höchste Kunst. Dann ist jeder Druck einmal den Hebel ziehen, zu schauen, ob alles gut passt. Und so entstehen dann die verschiedenen Drucke. Jetzt haben wir eine neue Form eingespannt. Das dauert dann auch nochmal so 5 Minuten. Die habe ich euch jetzt mal ein bisschen erspart. Das ist von vorhin die Zielscheibe, die wir haben, mit der wir auch später jetzt arbeiten werden. Jetzt kommt da nochmal der Bierdeckel rein. Ist schon fertig, alles eingerichtet. Und gleich zeige ich euch das nochmal ein bisschen seitlicher, dass man das dann auch nochmal sieht, genau wie das dann drüber geht. Schaue ich nochmal, ob alles richtig eingerichtet ist. Und man braucht schon ein bisschen Kraft. Also wenn man da seine 500 Bierdeckel am Tag gedruckt hat, dann merkt man das schon ganz leicht in der Schulter. So trainierst also für das Fahrrad dann später. Genau. War sogar überlegen, just for fun, um die Druckkunst ein bisschen bekannter zu machen, ob man das nicht als Weltrekordversuch irgendwie
1000 oder 10.000 Bierdeckel innerhalb von einer gewissen Zeit zu drucken, ob man das nicht irgendwie machen kann auf so einem Boston-Tiegel. Weil es musste ja immer genormt sein und die sind ja genormt weltweit, also sind alle gleich. Und dazu gab es noch eine interessante Studie, dass die Heidelberger Druckmaschinen vermuten oder geschätzt haben, dass es aktuell noch circa 400.000 Boston-Tiegel weltweit verstreut irgendwie in kleinen Druckereien, Offizinen, in irgendwelchen Kellern oder sowas gibt. Genau. 400.000. Also circa, man weiß es halt nicht genau, Ja. aber es kommt jetzt gerade auch wieder so eine Art Renaissance dazu, wo man dann halt auch gemerkt hat, so okay, dieses Haptisch, dieses Anfassen, das Begreifen der einzelnen Buchstaben, auch mit so Holzbuchstaben, das ist halt schon extrem wichtig. Und dort, wir haben ja hier auch einmal das Buchdruckerwappen gedruckt. Und dort gibt es den Verein für die Schwarze Kunst e.V. Und dort habe ich mich beworben und auch ein Ballstipendium erhalten. Und dort kann man sich noch bis zum 1. Oktober bewerben auf deren Website oder bei Slanted, die haben das, glaube ich, auch gepostet und kann dann ein Waldstipendium erhalten und hat dann die Möglichkeit, in 20 Werkstätten in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs zu sein und bekommt dann ganz, ganz tolle Einblicke. Genau, jetzt zeige ich euch das Ganze mal in Echtzeit, wenn man nicht so am Einrichten ist, sondern dann noch schön am Drucken ist. Das ist jetzt schon relativ schnell, also geht natürlich auch ein bisschen langsamer. Und wenn man eine Auflage von 500 druckt, dann würde man ja auch am Ende des Tages fertig werden. Mit Bockwürste essen oder so. Genau. Ja, Wahnsinn. Das ist halt total toll, weil ich war jetzt schon in Hamburg, in Leipzig und in Ludwigshafen auch gewesen, in verschiedenen Museen und bei einem Drucker, um das alte Handwerk auch noch zu lernen. Und dort führe ich auch immer so ein kleines Heftchen, um halt bestimmte Parameter wie Drucktechniken etc. zu lernen. Da habe ich auch ein tolles Notizbuch mir fertig gemacht und möchte nämlich heute anfangen, mit euch gleich ein kleines süßes Heftchen dazu fertig zu machen von meiner Walz, damit ich das Wissen daraus ein bisschen weitergeben kann. Und Super werde coole euch noch Wand. ein, zwei verschiedene tolle Werkzeuge aus dem alten Handwerk auch noch zeigen, die im Digitalen immer noch wunderbar funktionieren und die ich auch bei mir hier im Büro rumfliegen habe, um bestimmte Sachen zu messen und so weiter. Genau. Ich bin so beeindruckt. Und was weißt du, es ist ja eine Sache, so eine Maschine zu besitzen, aber das Handwerk zu kennen und das auch professionell hinzukriegen, ist ja noch mal ganz was anderes. Genau, es ist halt auch viel Learning by Doing. Und was ich die alten Buchdrucker immer gerne frage, wenn ich eine Maschine zum Beispiel nicht kenne, ich stelle immer die Frage, sag mir, wie ich diese Maschine kaputt bekomme, damit ich genau das nicht mache. Also die müssen auch immer gut geölt sein, und gut gewaschen. Das ist nämlich auch noch ein Prozess. Ich habe hinter mir das Poster an der Wand, habe ich bei Erik Spiekermann in der P98A in dem Workshop auch gedruckt. Und dort ist es halt auch so, dass man natürlich auch alles wieder wegräumen muss und aufräumen muss und sauber machen soll. Und das machen wir ja im Digitalen, in einem Arbeitsplatz nicht oder häufig auf jeden Fall nicht. Und da habe ich festgestellt, dass man das halt im Buchdruck ja machen muss. Das heißt, ich muss mindestens eine halbe Stunde einplanen, alles sauber zu machen, alles wieder zurückzulegen, die ganzen Schriften wieder zurückzusortieren und so weiter. Genau, und dann hat man immer so schöne Handschuhchen an, damit man sich nicht irgendwie die ganzen Fingernägel dreckig macht und muss die ganzen Klischees auch wieder sauber machen. Ja, Die das kommen finde dann ich wieder. ja. Nee, gerne, wirklich, sag gerne weiter, bitte. Genau, die muss man dann halt auch wieder ordentlich zurücklegen. Also man muss genau wissen, wo was wie gewesen ist. Das war jetzt oben links da in der Ecke. Und wenn man ganz viele Klischees druckt, dann mache ich mir auch mal einen Plan, wo ich mir aufschreibe, aus welcher Schublade ich was bekommen habe. Aber das ist nur eine Frage. Ja, ich hatte eine Frage und Heiner sagt auch gerade, das ist auch nochmal was anderes, als eine SD-Karte in den Rechner zu schieben. Ja, da muss man wirklich einen Überblick behalten. Meine Frage war in Bezug auf die Farbe, weil mich hat es so fasziniert, die Farbe ist ja super fest. Man hat ja immer das Gefühl, Farbe ist wie Acrylfarbe, die trägt man auf und dann kann man die so dick, wie man möchte, auftragen. Aber die ist ja unfassbar zäh und die muss so unfassbar dünn aufgetragen werden. Macht es die Maschine oder weiß man da schon selbst, wie viel man auftragen muss?
wieder Erfahrungswerte. Also früher habe ich natürlich immer auf den Teller oben ganz, ganz viel Farbe draufgepackt und dann habe ich gedruckt und das hat sich halt so richtig zusammengesippt. Also wenn du ein A hattest, dann sind die Punzen so richtig vollgelaufen. Und da habe ich dann festgestellt, oh, das war ein bisschen zu viel Farbe. Mittlerweile geht das auch mit diesem Farbkasten sehr, sehr gut, dass ich genau die richtige Dosierung finde. Und am Anfang packe ich immer ein bisschen weniger Farbe drauf und justiere das dann auch ein. Also gerade wie bei modernen Offset-Maschinen eigentlich auch. Die müssen ja auch erstmal ein paar 50 bis 100 Bogen durchlaufen lassen, bis die halt perfekt eingerichtet sind. Und so ist das halt hier auch ein bisschen. Und von der Viskosität der Farben, man kann sich die ein bisschen flüssiger vorstellen als Honig ungefähr. Also so. Ein Genau. guter Vergleich, ja. Wo Honig trifft es eigentlich ganz gut. Ja. Honig, den man versehentlich im Kühlschrank gepackt hat. Genau, vielleicht. Ja. Hey, der Chat ist hin und weg. Gerade fehlt uns nicht allen so ein bisschen die Haptik in der digitalen Welt. Tolles Gefühl von Farben, super schönes Papier. Und natürlich kommt der Overall, den du anhattest, super gut an. Ja, den habe ich natürlich auch hier. Den hatte ich gestern auch an. Gestern sah ich sogar aus wie, ich weiß gar nicht, es gibt doch diese Piloten bei Star Wars. Wurde ich auch gefragt, ob ich so ein Pilot werde. Meine ich so, nee, ich bin heute zum Drucken da. Der Kommentar war 1:1 genauso im Chat. Okay, Da sehr war die cool. Connection zu Star Wars da. Ich weiß, wir quatschen jetzt seit einer halben Stunde. Wir müssen dich mal entweder mit Robert gemeinsam einladen, der ein unfassbar Star Wars-Fan ist, oder mit Ferdinand Ulrich vielleicht, der ja auch unfassbarer Typo-Profi ist. Ich glaube, eure Cool. Diskussion und euer Gespräch, das wäre sehr interessant. Ja. Der Genau, Wahnsinn, ich bin ja. auch ein großer Star Wars-Fan. So, das ist nochmal ganz kurz einmal die Maschine, die jetzt hinter mir steht. Die wollte ich euch nochmal zeigen, weil die wirklich komplett in dem Originalzustand ist, mit allem Zubehör, was es sozusagen gibt. Und damit würde ich jetzt einmal den Part schließen, damit wir jetzt endlich rüber switchen können zu InDesign. Da freue ich mich nämlich schon tierisch drauf. Klingt gut. Genau, nochmal so ein paar Close-Up-Aufnahmen. So, dann switche ich einmal rüber. Ich finde es immer unfassbar beeindruckend, wie smooth so eine Maschine funktioniert, obwohl das so ein schweres Gerät ist. Ja, das stimmt. Aber da Das greift ja stimmt. wirklich jedes Rädchen ins andere. Ja. Ich habe hier nochmal verschiedene Werkssachen vorbereitet. Ich nehme euch mal ganz kurz einmal mit. Hoffe, das ist okay. Supp. Genau, also man arbeitet hier immer mit so einem Winkelhaken, mit verschiedenen Schriften, die man dann hat. Das sind jetzt hier Holzschriften, die dann alle aneinandergereiht werden können auf großen Maschinen, gerade für Plakate. Eine Ahle braucht man eigentlich immer ganz gut, um die Zwischenräume dann nochmal auseinanderzuziehen. Eine Pinzette und Lieblingswerkzeug. Ein Typometer. Und das habe ich natürlich auch. Da habe ich ein moderneres mittlerweile auch, so ein Plastiktypometer, wo man dann auch in gedruckten Büchern sich die Zeilenabstände anguckt, die Punktgrößen und so weiter. Und früher gab es hier sogar noch Tonwerte, also so Rasterweiten. Genau. So. Ist auch immer ein schönes Geschenk für Grafikdesignerinnen und Grafikdesigner. Selbst wenn man es nicht benutzt, finde ich, ist es so ein kleines Must-have. Ja, das stimmt. Und vor allem, ich habe, also jeder Praktikant bei mir muss mit einem Typometer direkt in der ersten Woche arbeiten, weil das muss man irgendwie, weiß nicht, damals habe ich das auch nicht so richtig im Studium gelernt, sondern wieder so Learning by Doing, wie dann selber beigebracht. Hier haben wir jetzt einmal das Gedruckte, das habe ich vorhin schon hochauflösend mit 600 dpi einmal gescannt und in einen tollen Ordner gepackt. Und das Ruth würde ich meint, ich jetzt. musste das kurz vorlesen. Ruth sagt im Chat gerade so: Das Typometer hat sie mal während dem Studium gekauft und jetzt lernt sie vielleicht mal, wofür es rumliegt. Anscheinend hat sie das nie wieder benutzt. Ah, okay. Verwendet ein Typometer. Sag euch, es lohnt sich. So, dann switchen wir hier einmal ganz kurz noch rüber zu Photoshop, weil wir unseren Scan ein bisschen vorbereiten müssen. Monitor und so, seht ihr alles, ne, Melanie? Ja, sehen wir alles gut. Perfekt, super.
Am Anfang gehe ich immer rein und ziehe mir dann die Schwarztöne noch ein bisschen runter, damit ich einen möglichst hohen Kontrast habe. Und dann zeige ich euch ganz kurz eine Technik, die ich über alles liebe, die ich mal von einem Illustrator erlernt. Und zwar drücke ich jetzt Command A, also ich markiere mir alles, kopiere mir das Ganze mit Command C, gehe rüber in die Kanäle, hole mir dann einen neuen Alpha-Kanal dazu, Command D, sozusagen Auswahl wieder raus, füge das Ganze ein, Command V. Das sind schon so Schritte, die ganz automatisch bei mir funktionieren. Drücke wieder Command D, damit die Auswahl wieder weg ist. Invertiere das mit Command I oder Steuerung I und kann jetzt hier mit Command draufdrücken und habe nur das hier selektiert. Dann kann ich mir den Alpha-Kanal hier wieder löschen, gehe rüber, hole mir eine neue Ebene und jetzt kann ich mir mit dem Pinsel-Tool genau diesen Bereich einmal volle Härte einmal übermalen. Und das Tolle ist mit dieser Technik, dass ich dann auch, also ich habe nicht schwarz und weiß, sondern ich habe auch alle Töne, die dazwischen sind im Druck, die bleiben dann erhalten. Das ist ein guter Tipp. Genau, weil ansonsten kriegt man, also sieht das dann halt auch wieder digital aus und das wollen wir ja nicht. Ich mache nochmal eine ganz kurze neue Ebene. Das ist dann immer meine rote Kontrollebene, nenne ich die auch manchmal. Packe ich mir drunter, um zu gucken, ob das alles gut geklappt hat. Und somit habt ihr, oder haben wir das Buchdruckerwappen jetzt schon einmal freigestellt. Sieht schon mal ziemlich gut aus. Weil ansonsten, ich würde ja in diesen ganzen kleinen Bereiche hier, würde ich hier überhaupt gar nicht reinkommen mit dem Auswahltool etc. Genau. So, das speichere ich mir einmal ab. Buchdruck. Wappen. Und die andere Sachen, die ich da noch gedruckt habe. Die Zielscheibe nehmen wir auch mal mit rein. Im Uhrzeigersinn. Yeah. So, jetzt mal ein bisschen schneller. Das heißt, du switcht auch zwischen den verschiedensten Tools hin und her. Je nachdem, was du gerade brauchst, nimmst du dir so zur Hand. Genau, weil wir müssen das hier einmal kurz vorbereiten, damit wir das dann mit rübernehmen. So. Und hier Victoria ist im es. Chat sagt gerade, toller Tipp, und bedankt sich dafür, dass du nochmal erklärt hast, wie man es am besten digitalisiert. Gerne, gerne. So, jetzt sehen wir ja auch hier schon, okay, das ist noch nicht so ganz tief schwarz. Aber es ist nicht weiter schlimm. Weil wir ja dann natürlich hier einmal mehrere Ebenen übereinander haben können und dann können wir sagen, wie schwarz wir das haben oder könnten daraus jetzt auch nochmal ein Smart-Objekt machen und dann darauf nochmal arbeiten. Genau, das kommt dann halt immer aufs Motiv an, was man dann gerade hat. So, ich schneide mir das noch ein bisschen zurecht. Ja, wollen wir auch als Photoshop-Datei speichern. So, dann hole ich mir das Typometer raus. Jetzt wird's spannend, Ruth, aufgepasst. Genau, hat auch mal, also das Alter hat immer Punkt und Zentimeter. Und hier haben wir jetzt 10,5. Das ist nämlich ein Sonderformat. Legen das einmal in InDesign an. Genau, 10,5. Und wir haben eine Höhe von 15. Doppelseiten. Ränder wollen wir auch haben. Anschnitt packen wir auch mal 3 mm rein. Das ist ja so ein Standard. Und erstellen das Ganze einmal. So. Jetzt haben wir ja noch gar kein Raster oder irgendwas angelegt. Das machen wir nämlich jetzt gleich. Und gucken hier einmal jetzt auch rein, wie die Abstände am besten sind, um ein harmonisches Schriftbild zu haben. Hier kann man jetzt auch, oder könnte man auch diese Geometrie reinpacken mit dem Satzspiegel. Macht das immer so nach Bauchgefühl ein bisschen. Gehe jetzt hier oben immer wieder in meine Musterseite rein, um das halt auch auf den anderen Seiten dann auch anzuwenden. Und kann hier über Ränder und Spalten reingehen und
packe ihn mal 1 cm rein. Und drumherum, wir können eigentlich überall einen reingeben. Und innen machen wir nochmal 1,5. Und vorhin hat man das auch schon gesehen in der Form, wenn man das setzt, dass ich ja immer mit Stegen arbeite. Und das ist das Interessante, dass was wir jetzt hier machen mit den Spalten, dass das ja ursprünglich auch aus dem Bleisatz kommt. Also früher in den Zeitungen war es immer so, dass in der Mitte ja immer so ein Streifen war. Und es lag daran, dass früher dort immer ein Faden drüber lief, weil das Papier ja auch gewendet werden musste auf den alten Druckmaschinen. Und das sind immer so interessante Geschichten, die man dann irgendwie über den Zeitraum erfährt, um auch zu sehen, woher das Ganze überhaupt kommt, auch diese Zweispaltigkeit und so weiter und so fort. Niemals hätte ich daran gedacht. Es ist so ein, ist so eine, ich, ja, du eröffnest gerade so eine neue Welt. Es macht Sinn, aber ich hätte nicht daran gedacht. Genau. Das ist dann immer so ein Effekt, wo man dann denkt, so, ja, irgendwo muss das ja herkommen. Also, ich meine, man hat ja nicht damals gedacht, so, wow, wir machen ein digitales Programm und erfinden alles neu irgendwo. Das fand ich auf jeden Fall mal ganz cool. So, dann dupliziere ich die jetzt einmal. Also dafür halte ich immer die Optionstaste gedrückt, damit ich jetzt hier auf meine, was wollen wir haben, 16 Seiten komme. Weil wir ja im Endeffekt eine Fadenheftung oder mit einer Nähmaschine so eine Heftung haben wollen, so als kleines Büchlein, um so ein bisschen reinzuschauen. Und das machst du auch selber und alles händisch, so Genau, eine das kann man dann auch Fadenheftung. selber erstellen. So, dann kommen wir jetzt zur Ordnerstruktur. Das ist der spannendste Teil von allem. Genau. Nehmen wir mal Adobe Live. Ordnerstrukturen sind immer ganz wichtig. Du hast recht, trotzdem bin ich da meistens so ein bisschen nachlässig. Jetzt suchen wir Kann uns. man ja später aufräumen, oder nie? Das stimmt. So, jetzt suchen wir uns mal hier eine Farbe raus, weil wir den Umschlag in einer bestimmten Farbe haben möchten. Jetzt kann ich hier einmal komplett den Umschlag simulieren, der dann sein wird in der Farbe und ziehe mir den dann auch schon auf die Seiten, die dann auch der Umschlag im Endeffekt ist, auf. Und wir haben jetzt hier so einen Braunton angewählt, circa. Dann können die auch sperren. Und ich bin halt immer ein großer Fan davon, jetzt digital vorzuarbeiten, weil ich meine Schriften ja kenne, die ich im Buchdruck habe, um das dann einfacher setzen zu können. Weil sonst muss ich ja im Bleisatz dann immer gucken, ob die Buchstaben funktionieren oder sehe dann irgendwie, okay, die Zeile ist viel zu lang, das passt da sowieso nicht rein, etc. pp. Genau. So, hier schreiben wir jetzt mal einmal Waldstipendium rein. Das zentrieren, gehen auf die Gensch. Da habe ich bei manchen Schriften festgestellt, dass die im Digitalen manchmal andere Punktgrößen haben als im Analogen. Das war gerade bei der Bachelorarbeit dann ganz spannend. Ja, die falsche ausgewählt. Diese hier. Das ist dann nochmal so eine kleine Extra-Hürde, oder? Genau. Wenn man ja annimmt, dass man es schon weiß und dann fügt man es ein und dann merkt man, nee, man muss nochmal drüber. Ja, das stimmt. Hier sieht man auch schon, dass ich hier noch eine alte Version habe von der Gensch Antiqua und über Option und die Pfeiltasten kann ich jetzt die Abstände, also was Thomas wahrscheinlich noch kennt, mit dem Blei reinpacken oder den Buchstaben ein bisschen anschneiden. Das kann ich jetzt auch im Digital machen und dazu, also gerade bei Postern sieht man das sofort, wenn jemand hier halt das händisch nochmal ausgeglichen hat. Das heißt, hier kann man wirklich manuell reingehen, die Buchstaben schön angleichen, damit man das dann auch gut hat. Siehst du, den So. Shortcut habe ich nicht gekannt. Muss ich gestehen. Ich habe mir auch ganz effektiv hier immer verschiedene Arbeitsplätze mal zusammengebaut, also für Reinzeichnungen und für verschiedene andere Parameter, damit ich
wirklich dann immer effizient auch gerade hier am MacBook irgendwie in den Zügen arbeiten kann oder so. Und habe dann halt, weiß genau, wo was zu finden ist. Das ist dann immer ganz gut. Weil du gerade von Effizienz sprichst, Ruth, weil im Chat gerade machst du jetzt einen 16-Seiter in einer Viertelstunde. Mal sehen, wie weit wir kommen. Genau, also ich habe ja schon ein bisschen was vorbereitet. Habe jetzt hier auch schon meine Texte drin vom Museum der Arbeit zum Beispiel. Genau, die können wir einmal mit drüber nehmen. Das ist für mich immer so ein entspannter Moment, wenn ich weiß, Content ist da, ich nehme es einfach, packe es rein und weiß, so wird es ungefähr sein. Änderungen gibt es ja immer, aber das ist so ein entspannter Moment, wo man dann weiß, okay, das ist echt. Man weiß, womit man arbeiten kann. Das ist alles gut. Genau. Ja, man muss ja schon mit den Texten arbeiten, die man hat. Und ich weiß jetzt genau, ich habe die Excelsior auf einer Linotype bei uns im Buchdruckmuseum in 8 Punkt. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Prozess, der bei meiner Bachelorarbeit, beim Manifest total cool war. Irgendwo auch, dass man halt mit den Gegebenheiten arbeiten muss. Also man hat halt nicht 1 Million Schriften, die man halt sich irgendwo online zusammensucht, sondern man fokussiert sich wirklich auf bestimmte Schriften und hat die dann auch nur in bestimmten Größen und Schnitten zum Beispiel da. Aber es ist ja auch wichtig, also mit einer Schrift umgehen zu können und die halt bis ins Detail zu kennen. Also lieber eine, zwei, drei Schriften im Detail ausführen können und wirklich gut nutzen können, als Tausende, die man irgendwie reinwurschtelt, oder? Genau, das auf jeden Fall. Und da gibt es auch die schöne Anekdote, die ich immer wieder gerne weitererzähle, dass Mike Marais zum Beispiel ein Jahrzehnt nur mit der Helvetica, glaube ich, gearbeitet hat. Und das ist auf jeden Fall so ein Effekt, wo ich sage, so, da muss man sich ja auch komplett auf eine Schrifttype mal einlassen, um zu verstehen, wie die funktioniert. Und das ist halt total klasse. So. Gut. Dann zeige ich euch jetzt nur mein ein, zwei Tricks, die ich immer ganz gerne verwende. Und zwar, ich muss mal ganz kurz gucken. Haha, Formate, Absatzformate. Baue ich jetzt immer meine verschiedenen Formate auf und gehe hier mal rein und nenne die erste immer, wie die Schrifttype auch heißt. Kann ja auch, obwohl die brauchen noch keinen Kurzbefehl. So. Und kann dann reingehen und sagen, auf Grundlage dieser Schrift hätte ich gerne verschiedene Absatzformate, die ich mir dann zusammensuchen kann. Und denen kann ich dann auch immer ein Shortcut zuordnen, um da noch ein bisschen effizienter drin zu arbeiten. Das heißt, ich habe ist jetzt hier als Shortcut Cut auch angelegt und könnte sozusagen hin und her switchen. Oder wenn mir die Schrift am Ende nicht gefällt, könnte ich hier oben die Schrifttype ändern und darunter, weil die darauf basierend sind, würden sich alle anderen Absatzformate dann auch ändern. Das funktioniert immer ganz gut, dass man so ein, ich nenne das immer Mama-Master-Datei, dass man sozusagen mit dem Ursprung anfängt. Und darauf sozusagen die Absatzformate komplett aufbaut und auch Zeichenformate, dass man die dann auch hat. Genau, hier Absolut wichtig, ja. kein Absatzformat. So, jetzt kann ich reingehen und sagen, okay, du bist Fließtext 1, basiert auf der Excelsior. Und was wir auch gerne machen möchten. Früher hat man vier vorne dann immer ein Geviert reingepackt. Können wir natürlich auch simulieren im Digitalen, um sozusagen die Lesbarkeit zu erhöhen. Und haben dann hier den Fließtext 1 und hier Text. Zweite Zeile.
So, und können damit jetzt arbeiten. Dann lass uns in den letzten Minuten Immer nochmal. können wir so ein bisschen überziehen. Also wir haben keinen harten Cut, der jetzt passiert um 12. Wir können so ein bisschen drüber Okay. gehen. Keine Sorge, es ist gar nicht vorbei. So, dann lass uns nochmal ganz kurz zum Kai gehen. Es gibt eine Frage im Chat und zwar möchte Victoria gerne wissen, was der Unterschied zwischen Zeichen und dem Absatzformat ist. Genau, also Zeichenformat kann ich jetzt auch einmal gerne erstellen. Zeichenformate hast du immer, wenn du einen bestimmten Buchstaben in einer, also zum Beispiel kursiv gesetzt hast oder in Bold, also in Fett. Das sind dann immer Zeichenformate, die ich erstelle. Hier gibt es zum Beispiel auch ein Zeichenformat bei der Excelsior, dass die dann in kursiv ist. Und das kann ich hier als Zeichenformat dann hinterlegen, dass ich dann sage, Excelsior kursiv und dem auch wieder Shortcut gebe. Command Shift, also ich mache es immer so, dass ich auf dem Mauspad mit 1, 2, 3 die Absatzformate belege und 4, 5, 6 die verschiedenen Zeichenformate. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Rucksack habe, Command Shift 4 geht ja dann in den kursiven Modus rein. Genau, ein Absatzformat ist dann wirklich für den gesamten Absatz hier. Es macht total Sinn, auch die Shortcuts zu belegen, vor allem bei längeren Texten. Ich liebe das. Also gerade im Entwurfsprozess ist es am Anfang so, dass alles ziemlich rough ist. Ich arbeite dann hier auch mit verschiedenen Ebenen, also dass ich die Pagina, die Seitenzahlen und bestimmte andere Parameter auf anderen Ebenen habe, dass ich die ein- und ausblenden kann. Und dann habe ich hier die Gestaltungsebene. Ja, Gestaltung nehmen wir die mal. Die machen wir mal schwarz. Passt ja zum heutigen Thema. Man sieht ja auch, dass die jetzt hier so eine schwarze Umrandung bekommen haben. Alles, was sozusagen hier auf dieser Ebene dann liegt, liegt dann dort ab. Jetzt kommt noch ein wichtiger Aspekt, wofür ich das Plastiktypometer am liebsten nutze. Und zwar habe ich ja jetzt hier unser Buchdruckerwappen drin. Ich weiß aber nicht ganz genau im Digitalen, wie groß das Ganze ist. Das heißt, ich kann das hier jetzt manuell nochmal nachmessen und übertrage das jetzt gleich dann auf InDesign. 6,6 breit. Stelle mir hier den Rahmen ganz außen an. Kann jetzt hier, was haben wir in 66, die Breite wählen. Und habe das jetzt wirklich in 100% auch im Digitalen übertragen. Das ist mal nochmal ein sehr, sehr wichtiger Step. Gerade am Anfang habe ich die Sachen immer irgendwie reingezogen und habe dann irgendwie festgestellt, als ich in der Maschine war, so, oh, ist doch 2 Zentimeter größer oder kleiner. Genau. Aber das ist ich nenne es mal ungewohnter Schritt, weil eigentlich designen wir und drucken danach. Aber wenn du schon vorab was gedruckt hast und ja schon die Form hast und alles vorbereitet hast, dann musst du natürlich den umgekehrten Prozess machen. Genau. Und so kann man auch die ganze Zeit hin und her switchen. Also gerade wenn man jetzt große Poster hat, kann man natürlich auch diesen Effekt, also diesen handgedruckten Effekt, nicht irgendwie nur digital erzeugen, sondern wirklich an der Maschine und kann dann auch wieder rüber switchen. So. Bevor Sag man mal, hier nochmal. sind die Texte auch von dir selbst geschrieben? Genau, die sind auch selbst geschrieben. Versucht die immer so ein bisschen humorvoll zu halten. Gerade jetzt mit dem Ballstipendium. Und hier hätte ich jetzt eine perfekte Vorlage, um damit auch an die Maschine zu gehen, um dann im Bleisatz alles peu à peu zu setzen. Das hilft auf jeden Fall immer ganz gut, wenn man schon sich einen Plan gemacht hat, was man im Bleisatz machen möchte. Nicht, dass man dann so planlos vor so einem riesen Kasten steht und denkt so, okay, wo ist denn jetzt der Text? Genau. Ja, Wahnsinn. Und ich habe die Futura noch da.
Victoria bedankt sich übrigens für die Erklärung, was denn der Unterschied zwischen Zeichen- und Absatzformat ist. Und sie Ja, sagt, genau. die Shortcuts sind ein super guter Tipp, weil es unfassbar zeitsparend ist. Das stimmt. Ich habe mein dickstes Buch jetzt vor kurzem abgeschlossen. Das ist dieses hier hinten. Queer Archaeology über 500, was haben wir? Ich glaube 592 Seiten. Ja. Das Tolle ist, also das kann man auch digital eigentlich fast nur machen, weil Kollegen haben mich schon für verrückt erklärt. Das Konzept ist, es sind wissenschaftliche Texte und das Konzept ist, dass ich immer die Fußnote passend zur Seite auch habe. Das ist auch auf meiner Website zu finden. Und somit passt sich immer sozusagen diese Spalte dann dem ganzen Text an, und wird dann manuell ausgeglichen. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Buch, ziemlich dick, aber sowas halt heutzutage im Blazar zu produzieren, wäre halt totaler Wahnsinn. Das würde halt keiner mehr machen. Deswegen macht man halt gerne so kleinere Sachen, Bierdeckel zum Beispiel oder sowas. Das funktioniert dann halt immer ganz gut, um so ein haptisches Erlebnis zu haben. Oder Postkarten bin ich gerade dabei. Und auf der Walz bin ich jetzt gerade auch dabei, nochmal so ein Leporello zu der Geschichte von Johannes Gutenberg zu machen, dass man das so ein bisschen sich dann mitnimmt oder erwerben kann. Und deine Walz hat schon begonnen, du bist jetzt gerade dabei oder kommt es erst? Nee, die hat schon begonnen. Da bin ich seit diesem Jahr unterwegs. War schon in Hamburg unterwegs, Leipzig und Ludwigshafen. Genau, und werde dann auch noch jetzt im September 3 Wochen lang in der Offizin Haag-Drugulin sein, beim Schumacher Gebler in Dresden. Und da ist auch die Heike Schnurthale, eine Kollegin, die ich jetzt an der Stelle ganz lieb grüße. Und da freue ich mich schon total, mit ihr zusammenzuarbeiten. Weil sie ist die einzige noch gelernte Schriftsetzerin, die es gibt. Also man kann keine Prüfung mehr so richtig ablegen, was ein bisschen schade ist. Aber sie hat das wirklich 3 Jahre lang komplett Tag für Tag gelernt und arbeitet jetzt auch in diesem Beruf. Und solche Menschen sind unfassbar wichtig, dass so auch dieses Wissen halt nicht verloren geht. Weil ganz viele wissen halt nicht mehr, wie die Druckmaschinen funktionieren, und irgendwann sind die Menschen halt nicht mehr da. Und auch im Buchdruckmuseum bin ich jetzt mit frischen 30 Jahren jüngstes Mitglied. Und ansonsten sind das bislang halt Rentner, die auch schon relativ alt sind. Genau. Deswegen ist es halt ganz gut, das Ganze auch ins Digitale zu überführen, dass man so zwischen analog und digital halt auch arbeitet. Genau. Da wird es jetzt demnächst auch nochmal ein paar mehr tolle Sachen geben. Also ich bin gerade dabei, für den Boston Tegel eine Website aufzubauen auf bostontegel.de, wo ich dann das gesamte Wissen, was ich über diese Maschine ansammle, kommt dann in so eine Art Archiv rein, dass das Wissen halt nicht verloren gehen kann. Unfassbar. Ich bin, Sebastian, du machst mich sehr glücklich. Und ich bin total hin und weg von der Stunde heute mit dir und vor allem von dieser Passion für das Druckhandwerk. Vielleicht muss ich mir das auch mal wieder anschauen. Maybe, Ja. genau. Christine hat gerade noch eine Frage und sagt, du hast Ludwigshafen gemeint. Meinst du das Ludwigshafen am Rhein? Ja, natürlich Ludwigshafen am Rhein. I'm sorry. Genau, Ja. gegenüber von Mannheim, sagt man ja auch manchmal. Sehr Genau. genau beschrieben. Und Vielleicht. da war ich auch beim Wolfgang Vogel bei der Slowtype. Der hat dann ein eigenes Atelier und auch eine Corex-Presse und so. Und das war total toll, weil ich da das erste Mal Holzschnitt gemacht habe. Das heißt, man schneidet dann in verschiedene Hölzer rein oder Linolschnitt oder so, und das war echt super. Das war eine Frage, die ich vorhin noch stellen wollte. Gut, dass du das erwähnst. Hast du auch Ja, gemacht. Ja. Ist auch ein genau. super, super spannendes Thema für sich. Und Und da Stefan auch. meint, er war schon mal beim Tag der offenen Tür bei Heidelruck und Heidelruck in Wiesloch, so dass ich es rauskriege. Ich fand es auch sehr beeindruckend. Ja. Und vor allen Dingen als Designer stelle ich mir ja auch mal ein bisschen die Frage, ich finde es immer total grandios, diesen gesamten Prozess zu sehen. Bin jetzt gerade auch dabei, für den Simon Pfeffel ein Künstlerbuch ins Leben zu rufen, und da drucken wir mit Sonderfarben. Und dadurch, dass ich ja weiß, dass wir ja CMYK haben im Druck, weiß ich natürlich auch, okay, anstatt diese Farben, die ja sowieso immer abends, muss die Maschine ausgewaschen werden, da kann ich dann natürlich jede Spot-Color reinknallen und kriege dadurch einen ganz, ganz anderen Effekt hin. Und
gerade mit solchen Sachen oder auch wie mit diesem Iris-Druck, sind halt tolle Effekte, mit denen sich Designerinnen halt auch auseinanderfassen können und auch mit Materialitäten, um dann einfach nochmal zielorientierter auch kommunizieren zu können. Aber weißt du, dafür braucht es Inspiration wie dich, weil viele kennen das ja gar nicht mehr und haben das einfach auch nicht mehr im Schirm, so traurig das ist. Ja, das. Ja, Sebastian, sollen wir für heute Schluss machen? Ja, gerne. Es war ein Fest, der Chat bedankt sich auch schon. Du musst sagen, es war eine wunderbare Stunde, vieles wiedergesehen, was schon verschüttet war und toll, dass du das Wissen dokumentierst. Bleibt dran, da gibt es noch mehr von Sebastian, wie ihr gerade gehört habt. Und natürlich folgt ihm überall, wo es nur geht, um da am Laufenden zu bleiben. Einer meint auch so großartig, allein schon der Grenzgang zwischen analog und digital. Und ja, bitte wieder einladen. Thomas hat dich auf der Wunschliste. Das ist sehr gut. Ein kleiner Preview für die Woche bei Adobe.de. Also bei diesem Channel kommt morgen Animated Pixel Art. Mit Marion Planck, super spannend. Und am Mittwoch geht es ums Metaverse mit Sarah-Lisa Vogel. Schaut natürlich auch bei den UK-Channels vorbei, da wird es auch spannend. Und sonst sind wir natürlich auch am Freitag mit Express wieder da. Nee, nächste Woche erst wieder, jede zweite Woche. Siehst du, jetzt habe ich mich fast verplant. Jede zweite Woche gibt es Express. So. Oh Gott, der Chat hört nicht auf. Sebastian. Schön, die Handwerkskunst im Blick zu haben. Tolle Stunde. Tausendmal Dankeschön. Ich glaube, wir müssen im Nachhinein noch ein bisschen nachlesen. Wir machen Schluss für heute. Es war ein Fest. Einen schönen Wochenstart und liebe Grüße an alle im Chat. Dankeschön und bis bald.